Lena, du bist 2 Wochen bei uns in der Praxis als Praktikantin gewesen. Was waren deine Erlebnisse? Was hast du für Erfahrungen bei uns gemacht? Also, ich habe bei vielen Untersuchungen zugeguckt und durfte das auch assistieren. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hat dich das bestärkt in deinem Berufswunsch, Zahnärztin zu werden? Oder wie siehst du das jetzt? Was ist dein Resümee? Ja, also ich würde schon sehr gerne Zahnmedizin studieren. Und ja, die Noten müssen noch stimmen, aber ja. Und hast du Fragen an mich? Also, was interessiert dich über den Beruf oder zum Studium? Also ich würde gerne mal wissen, wie das so ist mit Praktikanten, ob das viel Arbeit ist oder wie man so mit denen umgeht und ja. Also, uns macht das immer Spaß, wenn junge Menschen zu uns in die Praxis kommen. Wir wollen junge Menschen begeistern für das Fach Zahnheilkunde, für die Zahnmedizin. Nicht nur zahnmedizinische Fachangestellte, sondern eben auch zukünftige Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und wie ist das so mit dem Abitur? Welchen Durchschnitt oder so sollte man da haben? Aktuell braucht man ein sehr gutes Abitur, um die Zulassung für Medizin und Zahnmedizin zu bekommen. Das Fach ist immer noch von dem sogenannten Numerus Clausus, von dem NC, zulassungsbeschränkt. Das heißt, anstrengen, lernen, lernen, lernen und das Abitur so gut wie möglich abschließen. Okay, ja.